Google Pixel 4a oder Poco X3, das fragen sich viele von euch. Ein interessanter Vergleich. Ich beschränke mich auf die Fakten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Beim Punkt Design gewinnt das Pixel 4a haarscharf mit 54 zu 53 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 82 Gramm leichter, 1,9 mm dünner, 21 mm kürzer, 7,4 mm schmaler und 36% geringeres Volumen. Das Poco X3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: Spritzwasserfestigkeit. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Pixel 4a mit 67 zu 62 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 12,2% höhere Pixeldichte, OLED bzw. AMOLED Bildschirm, 67-fach höheres Kontrastverhältnis und Bildschirm ist immer an. Das Poco X3 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 2,6% höhere Auflösung, 14,8% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Pixel 4a deutlich mit 83 zu 75 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: hat AES und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das Poco X3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,3% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher und hat einen externen Speichereinschub. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Poco X3 eindeutig mit 84 zu 68 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 6,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, es hat eine Doppelobjektivkamera, 4,7 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera und hat ein Markenobjektiv. Das Pixel 4a hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 10,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, schießt 360 Grad Panorama und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Beim Punkt Audio ist das Poco X3 mit 83 zu 58 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: hat ein Radio. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Poco X3 knapp mit 66 zu 63 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 1,9-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Pixel 4a mit 86 zu 83 Punkten knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: unterstützt NFC, 1.1 aktuellere USB-Version, hat einen Barometer und hat Bluetooth aptX. Das Poco X3 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 33% schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, zweifach schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Mit 73 Punkten liegt das Google Pixel 4a in der Gesamtwertung haarscharf vor dem Poco X3 mit 72 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.